Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Der Theologe Johann Hinrich Wichern kümmerte sich im Jahre 1833 um Straßenkinder, die in großer Armut lebten. Um diesen Kindern das Warten auf Weihnachten zu verkürzen, baute er ihnen aus einem alten Wagenrad einen Adventskranz. Auf dieses Rad stellte er 4 große weiße Kerzen. Diese symbolisieren die 4 Adventssonntage. Zwischen diese 4 Kerzen verteilte er 20 rote kleinere Kerzchen, so dass die Kinder nun jeden Tag ein neues Kerzchen anzünden konnten. So wussten die Kinder genau, wie oft sie noch schlafen mussten, bis das Christkind kommt. Heute bin ich zu Gast bei der Blumengalerie Mattmann in Hünenberg. Heute werden traditionelle Adventskränze nicht mehr aus schweren Wagenrädern gebaut. Das war früher. Heute werden sie aus Tannen, Kiefer oder Fichtenzweigen gebunden. Da diese, sobald sie trocken sind, nadeln, verwendet man auch oft Wacholder oder Thuja. Diese trocknen zwar auch, nadeln aber nicht. Im 21. Jahrhundert dekorieren wir unsere Kränze mit goldenen Schleifen, Engelchen, Christbaumkugeln, Zapfen und natürlich den 4 auserwählten Kerzen. Falls ihr noch keinen Adventskranz habt, hier bei der Blumengalerie Mattmann stehen über 100 Adventskränze für euch bereit. Für all diejenigen, die heute am ersten Advent aber trotzdem ein Lichtchen anzünden möchten, habe ich die Adventskranz-Schnellversion. Kommt mit! Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Tata!